Ich denke, das Char ist entstanden, weil es ganz klar einen Bedarf gab. Es gab den Bedarf für eine Plattform, für den Austausch von Ideen, für den Dialog. Zweitens aber auch den Bedarf für jemanden, der diese Ideen vorantreibt und hinterfragt, der Daten generiert, der die Forschung betreibt. Und drittens den Bedarf für jemanden, der eine Position formuliert, der das ordentlich aufschreibt, sodass die Organisation es an ihrer Arbeit verwenden können. Ich wünsche dem Char erstens viel Mut, weiterhin die kritischen Fragen zu stellen. Ich wünsche dem Char die Zuversicht und das Selbstvertrauen zu wissen, dass es im Sinne aller Organisationen, im Sinne des Sektors arbeitet und diesen repräsentiert. Und ich wünsche dem Char auch, dass es stolz sein kann auf das, was es erreicht hat, nämlich diesen Raum zu finden, diese Plattform für den Dialog zu kreieren und so einfach den ganzen Sektor voranzutreiben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.